vierter Test, erster Sieg. Im bayerischen Kraster am Chiemsee besiegt Red Bull Salzburg die griechische Mannschaft von Aris Saloniki verdient mit 1:0. Der Meister aus Salzburg beginnt vor etwa 300 Zusehern mit Tremmel im Tor, Schwegler, Schiemer, Sekai und Ulm in der Verteidigung, im Mittelfeld mit Leitzgeb, Hierländer, Janča, Pokrivac und Svento, sowie Sarate als Solospitze. Anstoß für die Salzburger. Nach 7 Minuten bereits die erste gute Möglichkeit für Red Bull Salzburg. Nach schönem Zuspiel von Pokrivac lässt sich Svento jedoch abdrängen und Velidis kann klären. Der folgende Eckstoß bringt nichts ein. 10 Minuten später kann sich Svento wieder in Szene setzen. Nach Einwurf von Ulmer kann sich der Slowake gleich gegen drei Griechen durchsetzen. Seine Flanke kommt dann allerdings zu ungenau. 24. Minute, Pokrivac mit dem Pass auf den sehr stark aufspielenden Svento. Der kann sich im Duell mit Pierre Alperian durchsetzen, bringt den Ball flach in den Strafraum. Doch der Schuss von Janša fällt zu schwach aus. Keine 30 Sekunden später, Sarate kommt an den Ball, dribbelt über das halbe Feld und bedient Svento mit einem schönen Pass in die Tiefe. Guajaro kommt zu spät, doch der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Die Wiederholung zeigt, ein Elfmeter, der wohl zu geben gewesen wäre. Danach tröpfelt das Spiel etwas dahin, bis zur 41. Minute. Sekai erklärt eine Flanke aus dem eigenen Strafraum. Hierländer mit dem grenzwertigen Einsatz gegen Guajaro. Die Griechen reklamieren ein Foulspiel, doch der Schiedsrichter hat es anders gesehen und plötzlich ergibt sich für den Youngster die Chance zum Konter. Querpass auf Janča, Kabine kann klären, Hierländer zum zweiten und der Ball ist weg. Da wäre definitiv mehr möglich gewesen. Pausenpfiff, Red Bull Salzburg überlegen, die Griechen können in Hälfte 1 keine einzige klare Torchance verbuchen. Hüb Stevens dennoch nicht allzu sehr erfreut. Konsequenz, in Hälfte 2 kommt Dudic anstelle von Leitgeb ins Spiel. Und es beginnt, wie es aufgehört hat. 55. Minute, Ulmer auf den sehr beweglichen Sarate, dieser mit dem Ableger auf Schiemer. Knapp vorbei. Der griechische Tormann mittlerweile auf 180. Die Konsequenz, die erste gefährliche Aktion der Griechen. Dudic kann sich nur mit einem Foul behelfen, klarer Freistoß. Und der gut getretene Ball streift nur knapp am Tor von Tremmel vorbei. Die 60. Minute. Sekai mit dem Pass auf Vierländer. Der kann sich gegen Christi durchsetzen, sieht den freistehenden Sarate und der Argentinier fällt wieder im Strafraum. Diesmal liegt der Schiedsrichter mit seiner Entscheidung allerdings richtig. Kein Elfmeter. Das Spiel flaut in weiterer Folge wieder ab. Chancen sind auf beiden Seiten Mangelware. Doch dann in der 81. Minute der große Auftritt von Roman Wallner. Schwegler kann sich gegen Christi durchsetzen. Azidis vergisst, wer sein Gegenspieler ist, wodurch Mahop völlig freistehend flanken kann und Wallner trifft per Kopf zur verdienten Führung für Red Bull Salzburg. In den letzten 10 Minuten tut sich nichts mehr. Red Bull Salzburg schlägt Aris Saloniki knapp, aber verdient mit 1:0. Der erste Sieg in der Vorbereitung zur neuen Saison ist somit perfekt. Für Bullencoach Hüb Stevens jedoch nur Nebensache. Dann geht es um Spielrhythmus und auch gegen gute Gegner zu spielen. Und ich denke, dass die Griechen doch eine gute Mannschaft ist, habe wenig Chancen gehabt. Aber wir haben gut organisiert gespielt und wir müssen noch etwas spritziger werden vor das Tor. Ich glaube, wenn man es so anschaut, haben wir uns sukzessive gesteigert. Und für uns war es vielleicht einmal ein Erfolgserlebnis ist wichtig in der Vorbereitung, aber ich glaube, die Vorbereitungsspiele darf man überhaupt nicht überbewerten. Weil wenn es dann im Bewerb ist und es geht um was, dann ist es meistens ganz anders. Und meistens ist es so, wenn die Vorbereitung sehr gut läuft und es passt alles, dann geht es meistens gleich am Anfang daneben. Also ich glaube, die Vorbereitung, wie es jetzt ist, passt ganz genau. Bei den Spielen tun wir uns halt schwer, weil wir wirklich viel trainieren. Jeder gibt Gas, jeder gibt alles. Wir haben schwere Viers und ich glaube, ja, es passt halt bis jetzt. Aber man sollte die Spiele einfach nicht überbewerten. Das nächste Testspiel findet am kommenden Sonntag gegen Dynamo Bukarest in Seekirchen statt.